Es ist Advent. Wir warten auf den Einzug des gerechten Friedenskönigs. Im Ernst, mit der Freud und Wonn ist es im Moment nicht weit her in unserer Gesellschaft. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, heißt es im Lied Herr, wir bitten, komm und segne uns, einem Segenslied. Es geht weiter, deine Freude auszubreiten. Der Streit der Welt ist uns förmlich auf die Pelle gerückt, spürbar für viele. Der Streit wird deutlich wahrnehmbar von Entwicklungen und Einflüssen befeuert, die mitten unter uns sind und über uns allen schweben. Neben dem Streit um den richtigen Umgang mit der Klimakrise, die über unseren Kindern und Kindeskindern schwebt, sind es derzeit kleine, streitsüchtige, heimtückische Viren, die sich in die Welt geschlichen haben. Es ist nicht zu leugnen, der Streit der Welt ist nun am Anfang der Adventszeit unter uns allen. Ob wir uns hinter unseren Masken ängstlich zurückziehen, ob wir alles für Spinnerei, Volksverdummung oder eine Verschwörung halten oder ob wir zwei- bis dreifach geimpft mit einer nach Menscheneinschätzung günstigen Prognose dastehen. Nicht wenige Christen stehen auf Verschwörungstheorien, halten den Glauben für das richtige Mittel und machen so Gott für die Virenbekämpfung in ihrem Körper verantwortlich. Dadurch tragen sie zum Unfrieden auch den Streit der Welt mitten hinein ins direkte Umfeld und tragen wenig dazu bei, adventliche Freude in der Gesellschaft auszubreiten. Wir müssen streiten können, auch unter Christen. Unterschiedliche Meinung zu sein, ist in unserer unübersichtlichen Welt nicht nur unvermeidbar, es ist auch unbedingt notwendig, um Dinge von verschiedenen Seiten zu betrachten, um sich in den anderen hineinzuversetzen. Oft sind mehrere Wege möglich. Oft kann man nicht sagen, was besser ist oder welcher Weg der einfachere oder schnellere sein wird. Oft gibt es nicht nur eine gute Lösung für ein Problem. Aber nicht immer gibt es einen Weg dazwischen. Nicht immer gibt es Kompromisse, die alle schadlos davon lassen. Auch wenn es Widerspruch hervorrufen wird, nicht immer hat die Bibel das allgemeingültige, einfach anwendbare 1:1 Rezept für die Themen unserer Zeit und unseren gesellschaftlichen Zustand bereit. Manchmal führen unterschiedliche Ansichten zu verletzendem Streit. Machen wir uns nichts vor, nicht immer ist es möglich, dass jeder seines Weges geht. Nicht immer ist jeder Weg ein guter und ein richtiger Weg. Falsche Wege können auch mit frommen Sprüchen geschmückt werden, wenn nach Menschenverstand vernünftiges Handeln durch blindes Gottvertrauen ersetzt wird. Christliche Liebe ist in unserer Gesellschaft schlechthin der Urbegriff gegenseitiger Rücksichtnahme und des verantwortlichen Handelns zum Gemeinwohl. Lasst uns die Adventszeit nutzen, um den Frieden Gottes verbunden mit der Freude über die Ankunft des Gottessohnes in die Welt zu tragen. Suchet Frieden und jaget ihm nach. Thank you.
Thank you.